Hallo, ich bin berühmt, ich bin ein Superstar. Machen Sie auf den Laden, sonst werden Sie mich kennenlernen. Goschen heute. Jetzt geht's los. Liebe Deichsfreunde, verehrter Künstler. Warte mal, aber die Seite habe ich gesagt, oder? Das ist die bessere Seite. Yeah. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die Wiedergeburt einer Legende. Live on stage. Manfred Surfing Freddy Deichs. Und ist das ein Arschlochfutter, wenn man da so in sich versinkt? Da wirkt man immer klar, gefühlt und gestaucht. Scheiße. Ja, mein Name ist Freddy und ich bin sehr dick. Ich hatte von Anfang an nur wenig Glück. Man nannte mich immer nur die fette Sau. Drum weiß ich bis heute wirklich ganz genau. Ich bin der dicke Bock und niemand hat mich. Ich nehme ihn so, wie er ist. Es gibt ja Leute, die haben sich irgendwann zerstritten. Und ich mag ihn genauso, wie er ist, weil das ist mein bester Freund. Das ist Family irgendwie, es ist alles so vertraut, ja? Man hat nicht viele Freunde, man hat höchstens 5 im Leben. Naja, weil es die Seelenverwandtschaft gibt. Wir haben uns 1965 kennengelernt, vor 41 Jahren. Da waren wir in der Phase, in der man geprägt wird und Wichtigkeiten stattfinden. Wir lieben es, pubertär zu sein und sind manchmal wie ein Liebespaar. Wir telefonieren manchmal stundenlang am Telefon. Es ist völlig normal, dass er mir um 3 Uhr nachts anruft und mir irgendeine Rarität der Beach Boys vorspielt am Telefon. Es kommt zwar kaum was an am Handy oder auf irgendein Telefon, aber er wäre mir unheimlich böse, wenn ich nicht wirklich minutenlang mir das anhöre. Und ich habe volles Verständnis dafür, ich finde es normal. Telefonate unter einer Stunde ist gar nichts oder 2,5 Stunden. Lachorgien. Wir schimpfen über Gott und er wird lachen uns schief. Das ist so lustig mit dem. Ich kann mich erinnern, wir haben uns mal getroffen nach einigen Jahren mit einem anderen Kollegen. Und es wurde so lustig, dass wir wären fast gestorben vor Lachen. Und das ist ernst, ja. Also ich bin dann über dem Tisch gehängt und glaubt, ich stirb. Ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich habe kaum mehr atmen können, der Deichs liegt am Boden. Seine Frau schreit, hört auf, der stirbt mir, der stirbt mir. Da lag wie ein Käfer auf dem Rücken, man hat immer noch gehört. Ich bin fast erstickt. Mein künstlerischer Auftrag ist der, mich über die Menschen lustig zu machen. Mehr habe ich nicht drauf, ich bin ein schlichtes Gemüt. Sehr einfach. Ich werde immer lachen, wenn jemand auf der Straße fährt mit dem Fahrrad und der reißt da Bremsen, macht einen Sturz, bin ich der Tesla. Ja, weil, also mein künstlerischer Auftrag ist der. Das ist ganz falsch. So nicht. Es gibt Leute, die irgendein Blatt auf eine Zeitung aufschlagen und sagen, mein Gott, muss das sein. Das habe ich so gern. Ich verschrecke die Leute gern. Das ist ein Traum. Ich weiß nicht, was in mir ist, aber es ist so. Ich muss das ausleben. Ich werde das machen, wenn ich 80 bin. So alt werde ich leider nicht, aber sollte ich so alt werden, ich werde immer irgendwo wem fallweise die Gurke aushängen lassen. Das gefällt mir. Das ist ein großer Genuss, den ich habe. Ich möchte Leute immer wieder ein bisschen segieren oder wenn wir vorbeigeht, der Blader in den Arsch zwicken, der schreit. Das macht Spaß. Ich versuche in meinen Arbeiten Ironie und Humor zu mischen, Sarkasmus hineinzuwürzen, ein bisschen Zynismus dazu, umrühren, garen lassen und dann werfe ich es den Leuten vor und die Leute haben Freude damit. Der Mann hat Talent, unglaublich. Aber wie viele Leute auch ein Multitalent. Interessant ist ja, dass er alle seine Aquarelle nach lebenden Modellen malt. Ich will die Leute unterhalten. Ich möchte haben, dass er Hetz ist, dass es Spaß gibt. Fun, 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 sagen die Beach Boys. Und ich bin ein Beach Boy. Hallo, hallo, UK. Es ist das Land der Berge. Da kann man so viel sehen. Doch wenn man einmal abkürzt, kann es einem Schissen gehen. Es ist das Land der Hämmer, es ist das Land des Schmäh. Drum gehen wir alle surfen. Hallo, hallo, UK!
Jahr 1999 haben die Beach Boys in Wien ein Konzert gegeben vor 150.000 Menschen. Donauinsel, ein Riesenfest. Und einer der Beach Boys, die kennen mich, seit 84 bin ich mit denen quasi irgendwo in Kontakt. Und wir stehen so Backstage und haben zuschauen dürfen. Wir haben die Marietta und ich haben einen privilegierten Platz gehabt, neben der Bühne, bei den Verstärkern. Plötzlich bei der dritten Nummer, bei Do It Again, einem meiner Lieblingslieder, kommt der Keyboarder zu mir gerannt, auch der 50-jährige alte Zausel, ein Beach Boy der ersten Stunde, schnappt mich bei der Hand und schleppt mich auf die Bühne, dass ich mit ihm gemeinsam mit den Beach Boys auf der Bühne stehe und mitsinge. Da habe ich ein Achtel in die Hose verloren, ja. Muss ich sagen, leider. Und habe mit den Beach Boys auf der Bühne drei Lieder singen dürfen. Also es war einer meiner besten Tage. Und jeder sagt, was, wie, wer, Beach Boys? Für mich großartig. Braucht niemand das Beifall, sondern ich bin dabei und bleib dabei. Ich bin monogam veranlagt. Ja. Ich stehe auf Katzen, ich stehe auf meine Alte. Habe ich alles seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich auf was stehe, dann bleibe ich dabei. Das ist so. Das ist großartig, das Singen. Und beim Zeichnen wird es schon noch werden. Das ist ein toller Bursch, überhaupt keine Frage. Er ist auch textlich unheimlich gut. Er hat ein Gedichtband, ein Textband gemacht. Der Mann hat so ein Gefühl fürs Wort auch. Also nicht nur im Zeichnen, sondern auch beim Wort. Keine Liebeserklärung. Baroness, ich sag's nicht gern. Doch Sie sollen die Wahrheit hören. Der Hut steht Ihnen wirklich schlecht. Ein Anblick, dass man kotzen möchte. Ein Horror, so wie Sie hier sitzen, auch wenn Ihre Schenkel blitzen. Die Waden und Ihr Dekolleté tun mir in den Hoden weh. Die Frisur ist ein Skandal, lächerlich und abnormal. Hals und Schultern schwer daneben. Sie sollten sich die Kugel geben. Ich tue es Ihnen traurig kund. Das allerletzte ist Ihr Mund. Trotz Schloss und Geld und Dienerschaft, mir vergeht die Manneskraft. Baroness, ich sag's nicht gern, Sie werden nie mein Augenstirn. Ich habe im Alter von 14 Jahren in der niederösterreichischen Kleinstadt St. Pölten ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da habe ich eine Gleichaltrige, ein junges Mädchen gesehen, rabenschwarzes Haar, dunkelbraune Haut, einen Mini bis daher und High Heels, für mich ein Schönheitsideal. Ich habe gewusst, die brauche ich wirklich, es ist so. Ich habe den Hof gemacht und ich habe keine besondere Wirkung hinterlassen bei ihr, ich habe ihr nicht gefallen. Ja. Und ich habe meine Mittel eingesetzt und meine Mittel waren die der Zeichnung, der Kunst. Ich habe ihr Zeichnungen hingelegt vor ihre Haustüre. Hat meine Mutter gefunden. Ja. Und hat gesagt, also, um den musst du kümmern. Der ist interessant. Der kann was. Der kann was. Aus dem wird er nicht was. Ich war wieder fesch in meiner Jugend. Ich war kein schöner junger Mann. Ich war hier. Egal was. Nein, du warst aber schon sehr fesch. Das ist eine falsche Sache. Du warst schon sehr fesch. Die liegt. Oh Gott. Oh ja, du warst. Ich war nicht fesch. Nie gewesen, leider. Na, schier warst du auch nicht. Na, schier, ich meine, ich habe keinen Pugel gehabt und ich habe keinen. Er hat sich genau über die Leute lustig gemacht, die mir auf die Nerven gegangen sind, die mir das Leben schwer gemacht haben. Über die hat er sich lustig gemacht. Red weiter. Hm. Das war eine Wohltat natürlich, nicht? Ist das schön. Ja, das stimmt. Vogel singen. Die Alte redet gut über mich. Ich habe sie erobert. Ganz auf die Geschwinde. Und ich habe meinen ganzen Charme aufgeboten, der nicht so schlecht ist. Und dann hat es geclasht zwischen uns beiden. Ich habe sie geheiratet 1984 in Las Vegas, Nevada. Sie ist ein Teil von mir, weil ich bin ohne sie die Hälfte und ich bin ihre Hälfte. Und das ist wirklich keine Floskel, das stimmt aber. Wir denken gleich, wir schauen uns an, wissen genau, was der andere denkt. Auch eine Floskel, aber bei uns stimmt es wirklich. Ansonsten hätte es doch irgendwann Brüche gegeben. Wir werden lange nicht mehr benannt, bitte. Wir sind
1937 Jahre benannt. Das ist eine ewig lange Zeit. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der nicht Trennungen gehabt hätte. Es gibt diese Jahrhundertliebschaften, das ist offenbar eine. Sollte der morgen was passieren, am selben Tag bringe ich mich um, das weiß ich wirklich. Ich wollte ihn immer wieder verlassen in der Zwischenzeit, ist nie gelungen. Mhm. Ich weiß nicht, das, er hat mich wieder zurückgehalten. Zurückerobert? Ja. Ja. Wenn ihre Augenlider sich öffnen, bin ich schon da und sage, Baby, ich bin hier. What do you want? Sag's, cold warm? Kaffee, Kuchen, was willst du? Oder mich? Als Leibspeise, als Fleischspeise, was hättest du gern? Sie kann sich's aussuchen. In der Regel bestellt sie alles, verstehst du? Und ich bin gern ihr Nahversorger. Sie ist im Schlafzimmer, sie geht mit dem Body vorbei, ich war sehr nervös. Immer noch schnappt sie mir und dann Zensur, weil ich das nach wie vor aufregend finde. Darf ich mich? Jetzt ist es ab. Dann geht's gut, wenn ich das mache. Jetzt ist es ab. Die Frau hat alle meine Erwartungen erfüllt. Von der Optik her, die gefällt mir halt so gut. Peter, no? Hast du irgendwas zum Essen vorbereitet? Es wird Ihnen schmecken. Dex, öffnet euch die Augen. Ich sag's euch, mein Gott, ist das ein herrlicher Beruf. Ich war als Dreijähriger, und das weiß ich von meiner Mama, die eine authentische, wirklich glaubwürdige Zeugin ist, jedes Stück Papier, das irgendwo herumgelegen ist, gekritzelt, bezeichnet. Immer irgendwelche komischen Menschen drauf gezeichnet. Das hat sich gesteigert, dann im Volksschulalter habe ich natürlich nichts lieber gemacht, als die Lehrer zu zeichnen, zu karikieren, die Mitschüler zu karikieren. Schulkollegen von mir sind da gesessen, so, komm zu mir heute Nachmittag, spiel mir Kleinbahn. Da war ich ein paar Mal dort bei diesen Buben, bei diesen rotbackigen Losern. Ja. Und da war ich Kleinbahn. Und da hat es ein paar Schienen gegeben, so ein Oval von Schienen. Und brrrr, das ist der Zug herumgefahren. Ich habe mir gedacht, was soll das? Das kann doch nicht das Leben sein. Das ist ein bisschen langweilig. War nicht meine Welt. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, als 7-, 8-Jähriger, habe nackte Frauen gezeichnet mit riesen Tuteln, muss ich sagen, um der Wahrheit Ehre zu geben. Habe ich die Zeichnung am nächsten Tag verkauft und bin mittlerweile, also damals reich geworden als Kind, durch den Verkauf unkeuscher Bilder. Meine Eltern stammen aus einem kleinbürgerlichen Milieu, aber sie haben alles erlaubt. Die haben auch gefunden, meine Wichsvorlagen. Ja. Ich halt keinen auf. Die haben mich gefragt, das Christkind kommt, was wünscht du denn vom Christkind? Und ich habe damals gewusst, Kunst ist todlangweilig, aber es gibt Aktmalerei. Damals hat es den Donauland Buchversand gegeben und ich habe im Katalog gesehen, Meisterwerke der Aktmalerei. Da habe ich gesehen, ein Cover mit dem Oge de Weber. Das hätte ich gern, weil das ist so. Das hat mit Kunst zu tun. Die Eltern haben gesagt, ja brav, siehst du, wo hat ein kulturelles Interesse? Das kaufen wir. Und das habe ich zu Weihnachten gekriegt. 1963 in St. Pölten, als mir der Zeichenprofessor gesagt hat, Manfred, du musst nach Wien gehen auf die Grafikerschule. Da wirst du reich und prominent. Und ich dachte, kenne ich nicht, weiß ich nicht, eine fremde Welt. Grafik, das Wort Grafik zum ersten Mal gehört mit 13 Jahren. Grafik. Die Nachsilbe habe ich verstanden, Fick, habe ich gewusst, was ist das? Grafik zusammen, habe ich nicht gewusst. Egal, ich habe das meinen Eltern erzählt. Da gibt es eine Schule in Wien, Grafikerschule. Ja, du sollst ein Gastwirt werden oder Fleischer, haben die gesagt. Wie, nein, ich will ein Grafiker werden. Erotisches Berufsbild. Gut, dann ist mir das erlaubt worden. Bin nach Wien gekommen, 15,5 oder 16, habe dort inskribiert mit Hellmann und Bernhard Paul und Josef Bramer gemeinsam, sein alter Haberer von mir. Ab damals ist es dann, habe ich die Kunst geatmet. Und dann allmählich, wie meine Eltern gemerkt haben, dass ich in den Medien vorkomme, dass es Fernsehinterviews gibt von mir oder dass Zeitungen mich dauernd drucken, sind sie ein bisschen stolzer geworden auf mich. Haben sie gemerkt, aha, das hat doch nicht dem Teufel anheimgefallen, sondern der ist eh brav und macht seinen Part. Ja, ja, ja. Vorgang. Ich lerne da jemanden kennen, die gebäre ich jetzt. Die lerne ich kennen und entschuldige mich da, weil ich so unflätig in dem Gesicht herumfahre. Ich belästige die Frau da, ja, die jetzt vorher nicht gegeben ist, so ein weißes Stück Papier. Jetzt passiert da, kommt jemand auf die Welt und ich habe die Frechheit und bohre in der Nase herum, düftle herum, korrigiere ihre Zähne, da
meistens schlechtes Gewissen wird. Das muss ich erklären, damit man das auch versteht. Wie behutsam ich damit umgehe. Das ist komisch. Das ist eine gottähnliche Arbeit. Leute, sagen wir mal, der hat auch so ein richtiges Teiggesicht, wenn sie einen Menschen beschreiben. Ja. Das ist schon also eine große Ehre, das ist ein Orden, wenn man einmal so ist, dass man für eine bestimmte Richtung verantwortlich ist. Ich halte meine Bilder für hübsch und schön. Charmant. Ich mache charmante Kunst. Charmante Bilder. Die Schönheit, wenn es um die Menschen geht, die habe ich nie gesucht. Ich habe nie schöne Menschen malen wollen. Die sind zu langweilig und fällt mir nichts ein dazu. Wir imponieren Gesichter, Körper, denen man irgendwas ansieht. Wenn einer viel gearbeitet hat, dann verformt sich der Körper allmählich im Laufe der Jahre. Und diese Körper haben Kontur, die kann man nachbilden, da ist was. Ein Dressman mit dem Waschbrettbauch ist langweilig. Der trainiert im Bodybuilder-Studio und das ist sowas von fad. Jeder Satiriker, der meint, mit seinen Zeichnungen irgendwas bewirken zu können, ob das ein satirischer Schreiber oder Zeichner, Maler ist, was auch immer, ist am Holzweg. Niemand von den ganzen Spaßmachern oder kritischen Geistern hat je irgendwas bewirkt. Hauptsache, ich kann es ausleben. Das sind meine Ventile, die ich verwende. Somit ist das eigentlich der ideale Beruf für mich. Ich brauche niemanden in die Goschen hauen, ich brauche nicht auf der Straße wen attackieren und Tritt in die Eier geben. Ich zeichne. Ich komme nachher nach Hause und zeichne. Ist schön. Dadurch, dass ich irgendeine Meldung kriege und dann klingelt es irgendwo und ich merke, aha, da ist was. Ja, da bin ich wie ein Hund, der Polizeihund, der runter riecht und merkt, da in der Gegend gibt es ein Thema, das schaut gut aus. Und dann sitze ich brütig eine halbe Nacht darüber, wie ich die bessere Lösung finde. Und mein Pech ist, dass mir zu den Themen immer viel zu viel einfällt. Ein Thema und auf einmal habe ich 6, 7 Ideen dazu und das muss ich dann komprimieren auf eine gute, auf eine schlüssige Endfassung. Und das in den Griff zu kriegen, ist oft stundenlange Arbeit. Ich bestimme meine Themen selber seit Jahren. Ich habe keine Möglichkeit, vorher zu sagen, was es werden. Wir Komponisten, ich vergleiche mich jetzt mit dem John Lennon zum Beispiel, der hat sich ans Klavier gesetzt und dann die Klampfe, hat auch nicht gewusst, jetzt schreibe ich Ballad of John and Yoko. Das hat er sich nicht überlegt. Irgendwas passiert, auf einmal ist es da. Das kann man nicht steuern. Das ist nicht steuerbar. Kunst ist ein sehr frei fliegender Vogel, den man nicht fangen kann. Geht nicht. Das passiert dir, das ist Intuition und ein Prozess, den man nicht in der Hand hat. So passiert es halt mir auch. Ne? Unglaublich, wie talentiert der Mensch ist. In der Schule war es so, dass wir oft da Gespräche geführt haben über irgendeinen Menschen, den wir am Vortag in irgendeinem Kaffeehaus gesehen haben. Und ich habe gesagt, wer war denn das? Das ist ein Moment einmal. Der. Ich kann mich erinnern, ich war mit ihm weg irgendwann, von Tschechien bei irgendeiner Party, dann habe ich jemanden getroffen und ein paar Tage später sage ich, du kannst dich erinnern dort, wo wir bei durch da durchgegangen sind, da war einer, und das war der und der. Und er sagt, nein, kenne ich nicht, nie gehört davon. Hast du nicht gesehen den? Und er hat gesagt, nein. Okay, er kennt ihn nicht. Ne? Und hat ihn auch nicht gesehen offensichtlich. Und während er sitzt, nimmt er einen Bleistift und dann fängt der Bleistift an, sein Papier zu bewegen und er selber schaut und staunt und ich schaue hin und das ist die Person. Also besser hätte man den nicht zeichnen können. Sag ich, das ist er doch. Ah ja, sagt er, ist er das? Das heißt, es war unglaublich. Was mir wirklich passiert, ohne dass ich es will, es kommt wer, ich lerne den kennen oder ich sehe wie jemanden das erste Mal und innerhalb der ersten 3 Sekunden fallen mir alle seine optischen Schwächen auf. Das habe ich nie trainiert, es ist so. Da ist einer und ich merke genau, der hat hier irgendwas, was nicht stimmt oder da ist was nicht. Ich könnte den auf der Stelle karikieren. Die Leute sind nicht einmal böse. Die finden es in Ordnung, wenn sie vom Teig so gezeichnet werden, wie sie sind. Und den Österreichern in die Seele schauen, das kann er. Das heißt, wenn ich mich so umblicke, sehe ich einen Saal gefüllt mit Teigskulpturen. Jeder andere Maler braucht Modelle, für die er zahlen muss. Ich habe die Modelle alle gratis gekriegt.
Der hat eine Qualität, wo man dann später redet über Wilhelm Busch, wird man in einem Atemzug Teig sagen. Bill Wilder hat meine Kunst sehr großartig gefunden. Billy Wilder. Er ist schon sehr österreichisch und er ist ein Stück Österreich und ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Nichts ist mir angenehmer als zu hören, dass das gut angekommen ist, dass die Leute sehr gelacht haben oder entsetzt waren. Das Feedback ist mir so bedeutend. Für uns immer wieder deshalb Standing Ovation für Manfred Deichs und seiner Frau. Herzlich willkommen in der Kunsthalle Köln. Wir haben nicht größenwahnsinnig, sondern es freut mich. Ich bin ein stiller Genießer und freue mich über das Lob, das ich kriege. Lese dann mit Genugtuung Zeitungsberichte in Deutschland, eine große Ausstellung in Frankfurt gehabt und der Spiegel hat 5 Seiten berichtet über mich. Frankfurter Allgemeine hat eine Lobeshymne, eine ganze Seite über mich geschrieben. Die wichtigsten, die Zeit in Deutschland, die feiern mich. So oft ich irgendwo was mache im Ausland, werde ich gefeiert wie ein ganz großer. Das ist so wohltuend. Das bestätigt mich, dass meine einsamen, stillen Zeichnernächte was gebracht haben. Ich bin in der Tat ein langer Fan von Deichs. Ich habe die Zeichen von ihm eher schätzen gelernt als den Menschen. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Es gibt ja oft so, dass es gerade in meinen Kreisen diese berühmten Dudes und prominenten Freundschaften gibt, die nur deswegen entstehen, weil der eine den anderen als wichtig erachtet. Das war in dem Fall nicht so. Ja, das finde ich eigentlich an. Von Deichs gemalt zu werden, ist ja eine der höheren Weihen, die man als Entertainer wie ich überhaupt haben kann. Weil andere nimmt Deichs ja überhaupt nicht zur Kenntnis. Aber hier sehen Sie mal, dass ich doch schon langsam so eine Art von österreichischer Melancholie in meinem Gesicht habe. Das geht in Richtung früher Kreisky oder später André Heller. Können Sie es erkennen? Das ist einfach die Tiefe, die ich an Deichs erstmal zu verdanken habe. Ich hoffe, dass ich irgendwann in der Lage bin, meinem Gesicht dieser Vorlage anzugleichen. Deichs ist wirklich, und das ist der Jammer, dass er eigentlich immer in Österreich geblieben ist, der wäre international ein Star. Er hätte vor 25 Jahren Österreich verlassen können, weggehen können und mein Glück woanders versuchen. Ich habe das nie angestrebt, muss ich dazu sagen. Ich war immer relativ bequem und habe hier in dieser irrsinnig schönen Landschaft, in diesem beschaulichen Land, in dem überschaubaren Land, meine Bequemlichkeit genießen können. Immer gut bezahlt kriegt. Es hat mir nichts gefehlt und ich habe da sehr viele Viecher rund um mich gehabt, meine Katzen. Ich kann nicht plötzlich sagen, so jetzt übersiedle ich nach Deutschland mit 90 Katzen im Gepäck. Das ist schwierig. Ich muss mir ein Bild fertig machen, Schatz. Ich muss ja Geld verdienen, damit ich die füttern kann, dass ich den Tierarzt zahlen kann. Scheiße, komm her. Hallo. Also mir geht's echt gut. Ich kann vom Glück reden. Ja? Aber noch glücklicher wäre ich, wenn ich mich austoben könnte und alles vollzeichnen könnte, was rundherum an Fläche da ist. Ich möchte alles voll pinseln, voll malen, voll zeichnen und herauslassen, was ich an Witzigem in mir habe. Ich hätte es gern, dass ich davon leben könnte, klasse 6 Meter lange Bilder zu malen, in denen sich's abspielt. Lustige Männer, denen die Nudel aushängt. So was würde ich gern malen. Das wären meine Lieblingsbilder. Aber die Kundschaft fehlt. Das schreit nach Bemalung, nach Verdeichsung, diese Wand braucht was. Ohne mich ist das eine tote, kaputte Wand. Ich muss hier zuschlagen, ich merke das. Also das Haus braucht mich. Ja. Ja. Möchte ich gut Vibrations erzeugen. Das soll ein Haus des Lachens werden. Wenn Sie hier waren, sollen Sie sich nachher besser fühlen als vorher. Das ist mein Auftrag. Deswegen hat mich der Schöpfer in die Welt gebracht. Der Deichs ruft mich an und sagt, du musst mal ein Museum bauen. Ich habe geglaubt, eines seiner wilden Scherze, habe gesagt, ja, ja, klar, wann und wohin soll ich dir das bauen? Er hat mich nicht ganz ernst genommen, ich ihm nicht ganz ernst genommen. Nachher bin ich draufgekommen, dass er es ernst meint. Ich danke Ihnen, dass Sie vom ersten Augenblick an Ja gesagt haben. Ja, und jetzt steht es da. Natürlich ist es eine Freude für einen Architekten, der auch Karikaturist ist, für einen großen Kollegen ein Museum zu bauen. Das Deichshaus, das hier ist. Und Bussi, Bussi.
Ja, ist gut so. Schon wieder weg. Der Teig ist nicht auszuhalten. Das war schwierig, diese Arbeit mit ihm. Im Tag hat er mich 3-mal geküsst. Ja, ja. Ja, es ist perfekt. Ich kann nur sagen, ich bin bewegt. Mich bewegt das wirklich. Das ist wunderschön. Das Wichtigste, daher das Teigshaus, ist das gesamte Obergeschoss, ist die Welt des Manfred Teig. Sein, wirklich. Wie der Hans Moser. Ich wollte von allen kapiert werden. Wirklich. Brav, Schätzchen. Da kann man ganz gut leben. Es gibt zwar sehr viel Koffer, da kann man die daheim. Und wenn die Koffer weg sind, dann ist das Land okay. Dann gehen wir alle Das war Teix, der uns zu der bedeutenden philosophischen Erkenntnis geholfen hat, dass die Schöpfung lächerlich und Gott der größte Humorist ist. Einer meiner Götter, ich habe sehr wenige Götter, ich glaube, bin sehr ungläubig, aber einige glaube ich wirklich. Einer davon ist der Robert Crumb. Manfred Dykes gehört sicher, neben Robert Crumb ist er sicher der bedeutendste lebende satirische Zeichner. Und er hat mir Komplimente gemacht, die ich in der Form bisher nur von Billy Wilder bekommen habe. Mit wem möchtest du dich benannt sein? Von der Schönheit? Nur mit dir. Mit Robert oder mit Nein, mir? Nein, nur mit dir. Eben mit mir. Warum eigentlich? Du bist viel fescher. Ich bin fescher. Nein, das ist wahr. Das ist nicht wahr. Das ist wirklich? Dann weiß ich, dass ich das so liebe, Baby. Komm her. Mama, pampern, komm her. Also, ich reiß dich nieder. Bist du der Mann? Erotik hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Ich kann nichts dafür. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Herrgott hat es so gewollt. Der hat mich so geformt. Und ich bin sein Kind. Eigentlich bist du ein gefährlicher Mensch. Irgendwie, ja. Bin gefürchtet. Nicht nur beliebt, auch gefürchtet. Ja, gefürchtet ist was anderes. Aber gefährlich. Da stehe ich wieder in einem bösen Licht da und dann glaubt jeder, ich bin nur geil und hab nichts anderes als nackte Weiber im Schädel. Und das muss verhindert werden. Es hat 90% immer mit Sex zu tun, wenn man mit ihm redet. Mit lustigem Sex. Ja. Es ist immer schweinisch und sehr lustig. Man kann mit ihm über alles reden. Ja. Es ist nur so, früher, wo er noch sehr ordentlich ins Glas geguckt hat und schön und getrunken hat, Mengen, wo ich nach sehr kurzer Zeit einfach gestorben wäre. Das hätte ich nie schaffen können. Ich bin aufgrund meiner kleinen beruflichen Erfolge, die im Laufe der Jahre zugenommen haben, ich bin irgendwann einmal bekannt geworden wegen meiner Zeichnungen. Das hat einen Aufwind gebracht und ich habe mir gedacht, hoppala, jetzt geht's wirklich bergauf und ich bin auf dem Erfolgsweg. Das hat mich sehr froh gemacht und meine Frohheit, mein Übermut hat mich zum Alkohol gebracht. Ich habe nicht gesoffen aus Trauer oder aus Unglück, sondern aus Übermut. Weil es mir gut gegangen ist plötzlich. Leute haben mich angeredet, ich habe Aufträge gekriegt vom Spiegel, vom Stern, Playboy hat sich gemeldet, diese Geschichten. Und das hat mir so gut gefallen, dieser Erfolg, der Kleine, dass ich gesoffen habe wie ein Loch. Ich habe jeden Tag Rotwein getrunken, um das noch zu verstärken. Es war ein tolles Gefühl, plötzlich wer zu sein. Und dann beginnt dieser Prozess, dass man das wirklich täglich braucht.
Es ist dann halt, ja, und dann hat es natürlich Krisen gegeben. Die Marietta hat es sehr kritisch im Auge verfolgt und hat mich versucht, davon wegzukriegen. Und ich habe mich da beeinträchtigt gefühlt und habe weitergesoffen. Ja. Und dann ist die Zeit gekommen, in der plötzlich beim Wachwerden diese Hände gekriegt habe. Ja. Und dann auch die Beine haben so zu wackeln begonnen. Da habe ich gewusst, Vorsicht, letzte Stufe. Ja. Ansonsten wird es bedrohlich. Und es ist dann wirklich lebensbedrohend geworden. Und der Arzt, der mich behandelt hat, hat mir wirklich damals prognostiziert, dass ich in 2 Jahren gestorben wäre. Und diese Sache habe ich gestoppt vor 6,5 Jahren. Intensivprogramm, Entgiftungsprogramme. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich die Situation intellektuell begriffen habe. Ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt nicht aufhöre, ich muss das stoppen. Ja. Das Suchtverhalten, das ich damals gehabt habe, ist erledigt. Auf ewige Zeit. Und es wird mir nie mehr wieder passieren. Weil ich will nie mehr wieder so ein Arschloch sein, das ich damals war. Ich war sehr ungerecht, ich habe meine Frau schlecht behandelt. Bin fremd gegangen, habe mich benommen wie eine Sau. Wirklich, bin herumgekollert. Ich weiß nicht, ich habe 3 Tage durchgemacht mit wildfremden Bastarden. Das Wort habe ich noch nie verwendet, aber wirklich mit den letzten Typen von Wien. Mit Zuhältern, mit Stritzes, mit Arschlöchern. Ich habe meine Zeit vergeudet und das hat, weiß nicht, 2 Jahre dauert oder so. 2,5 Jahre radikale Zeit gemacht und habe mir wirklich volles Rohr gegeben und nur Blödheiten. In der Zeit habe ich auch gemerkt, ich kann nicht mehr zeichnen. Ich habe mich in der Früh hingesetzt und habe einen Karton malen wollen. Ich habe gemerkt, ich kann den Pinsel nicht richtig halten. Das war beschissen. Beschissene Situation. Naja, ich hab versucht zu retten, ich habe die Chefredakteure angelogen, die ihn gesucht haben. Er ist dauernd gesucht worden und er hätte liefern müssen und er hat nicht geliefert. Zeichnungen liefern müssen, hab's nicht geliefert, weil ich irgendwo versumpft bin. Er hat gesagt, also, er ist krank oder im Ausland oder ich weiß nicht wo. Das Ausland war, das war sehr 15. peinlich. Bezirk. Gürtel. Das war eine peinliche Geschichte und sehr traurig. Ne? Das ist die Hölle gewesen. Ich war ein widerlicher, stinkender, aus allen Poren triefender Widerling. Ein Kotzbrocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, Gott, das war eine sehr schwierige Zeit. Und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung schon aufgegeben, dass sie der wieder erfangt. In that weary hour. Ich bin ein Beachboy, ich möchte überleben und ich möchte lustige Bilder machen. Ich bin eher auf der Sonnenseite des Lebens geboren und warum habe ich mich selber in die Schattenseite gehievt? Ich wollte nicht hin und habe das bekämpft und das war ein Sieg, der 2,5 Monate gedauert hat und jetzt habe ich das gepackt und seither geht's mir gut. Dank der Unterstützung meiner Lieben, die um mich sind. Das ist meine Königin, so nennen wir. Und sie behütet mich, auf dem rechten Weg zu bleiben. Das ist meine Beschützerin. Frauen sind faszinierend, sind der Traum meiner Bubenjahre gewesen. Also ich war damals noch frauenfixiert, die haben mich so interessiert. Seit meinem 7. Lebensjahr habe ich das erste Mal Doktor gespielt. Und da war ich meiner der Zeit weit voraus. Ich habe gesunden Untersuchungen gemacht in Wahrheit, ja? Mit gleichaltrigen Mädchen. Das Interesse an der Weiblichkeit ist mir geblieben. Zählt zur Gilde Männer, die den Frauen Freude bereiten wollen. Und das täglich. Sie sind für mich wichtiger als Leonardo da Vinci. Ich habe nur ein Problem mit dem Hören. Wie war das? Sie sind für mich wichtiger als Leonardo da Vinci. Habe ich das richtig gehört? Was ja, gehört? Ich sage es noch einmal und so oft. Noch einmal, ich habe ein Problem. Nein, das ist einfach wahr. Sie haben es schon gehört. Frauen und Mietzikatzen. Tatsache. Das ist ein blöder Vergleich und es ist nicht frauenfeindlich. Es ist so, dass ich ab meinem 6. Lebensjahr mit Katzen zu tun hatte. Was hat ihr Baby? Also? Also? Was ist Baby? Hallo? Katzen sind das Genialste, was dieser Onkel da oben zu Wege gebracht hat. Vom Design her, vom Charakter her. Katzen sind das Tollste überhaupt. Und die tollsten Lebewesen, die ich kenne. Sehr vieles heilig. Ich bin ein hochmoralischer Mensch in Wahrheit.
Ich habe Gott oder die Religionen durch Religionsprofessoren kennengelernt in der Schule. Religion war für mich immer was sehr Unangenehmes, weil das immer Beichten hat, geheißen hat. Zweimal im Jahr, Ostern, Weihnachten, hat es geheißen, ab in die Kirche. Wie die Enten, im Entenmarsch sind wir in die Kirchen getrieben worden. Ja. Jeder hat gesagt, jeder von den Buben, die rotbackigen Burschen, meine Schulkollegen, wir haben alle nur eine Sünde begangen, gewichst haben wir. Alles andere war harmlos. Aber wie gesagt, und wir sind da immer genötigt worden, unsere kleinen Buben, unsere Bubensünden loszuwerden. Eine Frechheit in Wahrheit. Also darum habe ich mit der Kirche ein sehr gespaltenes Verhältnis, gar keins in Wahrheit. Ich nehme die Kirche vor, weil sie so viel Stoff bietet. Deswegen bin ich froh, dass es die Kirche in der Form gibt. Eine moderne, progressive Kirche wäre für mich der absolute Absturz. Nein, die soll so bleiben, wie sie sind. Ein hochmoralischer Mensch in Wahrheit. Die Beach Boys sind mir heilig. Die Mariette ist mir heilig. Meine Verwandtschaft ist mir heilig. Das ist der Lieblingsrhythmus von meinem Schwager. Seit ca. 25 Jahren. Goes like this. Ich aufmerksam machen, dass der Gitarrist mein Bruder ist. Was wir gelernt haben alle, die Musik, haben wir alles bei uns auch so gespielt. Ne? Die Talente haben sie in unserer Familie so aufgeteilt. Ich bin der Zeichnende geworden. Mein jüngerer Bruder Christian Deix ist Musiker. Mein älterer Bruder ist in der Schweiz ein, der hat die Prokura für eine Firma mit 60 Leuten, die eine Spezialbranche, eine Spezialnische abdecken für die Raumfahrt, machen die irgendwelche Metalllegierungen. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau bezeichnet, aber er ist ein sehr tüchtiger, wirklich, ich sage das mit fast Stolz, sehr tüchtiger Manager in der Schweiz. Surfing, wir rauchen nicht. Ah ja, ist schlecht für die Jugend. Schlecht, ja, genau. Nix. Einmal bei einem Lungeninfarkt, den hatte ich 1988. Und da habe ich ein halbes Jahr wirklich keine Zigarette geraucht, weil ich nicht durfte. Und der Arzt hat gesagt, wenn Sie eine rauchen, sterben Sie, fallen Sie tot um. Das hat mich beeindruckt. Und dann natürlich habe ich mir mich selbst Betrug gemacht und habe pro forma immer Zigaretten. Also das habe ich immer gemacht, alle Monate hindurch. Immer kalte Zigaretten so und das Ritual beibehalten. Ja, und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, das ewig so, ja, da kann man ein bisschen einen Schwindel betreiben, kann man so machen. Und schnell wieder herausblasen. Ja, ich habe mich selbst betrogen und dann habe ich wieder angefangen und bin dann, habe die Rate erhöht und meine Quote liegt jetzt bei 6 Schachteln am Tag und eine Zigarette schmeckt vorzüglicher als die vorige. Ich fürchte mich vorm Sterben wie kein anderer. Also wann ich habe irgendwann mal einen Aphorismus geboren. Ich habe gesagt, das Sterben ist wirklich das Allerletzte. Das stimmt in jeder Form. Sterben ist wirklich erst einmal das Letzte, was einem passiert. Noch dazu ist es das Allerletzte, das Beschissenste. Und ich glaube niemandem, der sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Das können Sie sich einführen. Das stimmt wirklich nicht. Jeder Mensch hat davor die allergrößte Angst. Wie gesagt, also ich glaube niemandem irgendwas. Und ich fürchte mich davor so unendlich und jeden Tag denke ich dran, dass es heute passieren kann. Ich möchte nicht verlieren, ich möchte nur lange wissen. Und er ist mein Beichtvater, er ist mein Vertrauter, er ist mein Bruder, er ist vieles. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe einen schönen Beruf. Ein Beruf, der mir erlaubt, während der Arbeit meine Musik hören zu können, das ist irrsinnig toll. Wer kann das schon? Zwischenfrage. Warum habt ihr alle so scheiß Berufe? Warum habt ihr
hat sie nicht den Beruf gewählt, den ich habe? Naja, ich verstehe, ist eine Talentfrage, nicht wahr? Aber mein Gott. Üben, Übung macht den Meister. Wann stehe ich auf? Zwei Nachmittag. Zum Mittag. Zwei Nachmittag stehe ich auf. Frühstücke bis drei. Blättere alle Zeitungen durch. Sie macht Zeitungen pro Tag. Lese, was anfällt, mache mir Notizen dazu. Und dann am Abend fängt er zu arbeiten an. Nein. Und arbeite die ganze Nacht durch. Richtig, und ich lege mich halt nieder. Zwischendurch natürlich die große Schmusephase mit meiner Frau. Bringen Kaffee mit, die Zeitungen, dann kuscheln wir uns so ein bisschen zusammen. Ja. Und plaudern gewisse Dinge. Na ja, ja. Was heißt kurz? Hallo. Zwei Stunden sind kurz. Was? Hey, zwischendurch werden die Katzen versorgt mit Amore. Und so läuft das sehr bieder ab. Wir sind ein hochinteressiertes, aufgeklärtes Ehepaar. Ja? Die Welt diskutieren nächtelang. Nächtelang, was wir schon diskutiert haben. Über Sir Karl Popper, was haben wir schon nicht gestritten, nicht wahr? Zwölftonmusik, was haben wir da nicht gekämpft miteinander? Ja. Sie ist eine Zwölftönerin, nicht wahr? Busch, Ruhe, Puff. Die Fetzen sind geflogen, nicht wahr? Baby, kannst du Mann, ja oder nein? Mann, ja oder nein? Warte mal, Eta, komm kurz her, bitte. Du musst einen Test machen, komm her, du musst die Tests missbrauchen, komm her. Wir verbringen Tag und Nacht seit 35 Jahren, jeden Tag und jede Nacht gemeinsam. Wir leben unter einem Dach. Das ist schrecklich. Wenn ich ein Bild mache, dann wecke ich es um 3 in der Früh auf. 9 oder 10 liefert. Greife kurz am Busen, zeige ich das kurz und sage, Reaktion, gut, schlecht. Ich muss immer nicht. Nein, nicht den Idioten. Nein, bitte, was heißt Idioten? Du bist die Fachfrau. Erkennt man den da? Ich merke es an der Reaktion. Wenn sie nicht reagiert, kann ich heute weg, augenblicklich. Ja. Oder sie lacht schallend auf, dann weiß ich Volltreffer. Das ist so. Gott sei Dank. Oder nicht? Nein, gut, dann muss ich ihn verbessern. Er sitzt die ganze Nacht über am Plal und in der Früh sieht er nicht mehr genau, kennt sie nicht mehr genau aus und behauptet dann, der Politiker wäre nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich meine doch, ich weiß nicht, wen Sie meinen. Wo Sie den so nicht kennen. Und dann braucht er jemanden, der also gerade aufsteht und das Blatt neu sieht und sagt, na, der schaut eh so aus und das stimmt. Das ist meine Kontrollinstanz und ohne sie wäre ich längst brotlos und wäre schon unter der Brücke gelandet. Aber sie hat mich immer gerettet, indem sie mir gesagt hat, wer ist und wer nicht. Also sie hat mir geholfen, Qualität zu halten. Meine Kunden müssen bis auf den letzten Drücker warten. Die haben keine Ahnung, weil ich selber nicht weiß, was ich mache in der Nacht. Die rufen immer an, wann kriegen wir es? 10 Uhr Vormittag? Ja, gar nichts. 3 Nachmittag, 5 Uhr Nachmittag. Ich brauche nur eine Stunde. Jetzt ist es 2:30. Nein, in einer halben Stunde bin ich fertig. Jetzt ist es 2:55. 2 müsste fertig sein. Er liefert gerne ein bisschen spät. Also ich kann mich erinnern, wie Artdirektor bei Profil war in Österreich. Und ich war manchmal in dieser blöden Situation, ich war sozusagen sein Vorgesetzter, weil ich musste rechtzeitig den Cover abliefern, den er gezeichnet hat natürlich. Und er war nicht fertig. Und ich war in der Wahl Freundschaft oder weißes Titelblatt. Und ich bin dann in der Nacht zu ihm und habe ihn bekniet und gesagt, Manfred, wir müssen, der Herr Chef, ich muss noch, Herr Chef. Und so, das gab natürlich lustige Situationen und irgendwie haben wir es immer geschafft, dass der Kamera rechtzeitig fertig war. Das ist meine Krankheit, ja. Also ich brauche den Druck, um arbeiten zu können. Man müsste eigentlich ein Buch drüber schreiben, weil das wäre so lustig. Deichs in Nöten, wenn er spät abliefert, das ist Legende. Schwerer Beruf, für den ganzen Tag verschießen. So arbeite ich schon seit wann habe ich angefangen? 6 in der Früh, 9 Stunden. Wahnsinn. Allmählich habe ich die Nase voll und jetzt will ich nicht mehr. Das ganze Gesicht ist in meinem Mann, wenn nur ein halber Millimeter nicht stimmt. Aber was Scheiße, jetzt ehrlich. Was ist, wenn die Leute sagen, aha, wer ist das? Nix ist. Blättern sie weiter und die Sache ist gelaufen. Dann rede ich, dass das ein schöner Beruf ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Arschhocken. Jetzt wäre es mir im letzten Moment auf das Bild draufgestiegen und hätte mir das Bild vernichten können. Das ist mir schon einige Male passiert. Da bin ich fast gestorben. Da war ich dem Herz tot nahe. If everybody had an ocean, da kann man ganz gut leben. Es gibt zwar sehr viel Kopf. Ich entlasse Sie in die Freiheit. Amüsieren Sie sich bitte bei meinen Bildern. Bleiben Sie mir gewogen. Pussy, Pussy, I love you. Ich werde weiterhin meine Bilder machen, meine Miezekatzen streicheln, meine Lieblingsmusik hören und mit der Marietta ein verliebter Bursche sein. Mehr habe ich nicht vor. Haben wir alles mit? Zigaretten, Feuerzeuge? Haben wir alles. Als Schminkzeug. Tschüss.
Garderobe, Hosen, Unterwäsche, alles da. Vibratoren, Dildos, alles haben wir. Liebeskugeln, wir sind versorgt. Ich werde noch einen Tag befinden, mit ihr noch plaudern im Bett und ich werde sie zu Tode küssen. Tschüss, bis Gott. Wiedersehen. Papa. Papa. Das Land des Schmähs, drum gehen wir alle so. Oder der Rollo. That's rock and roll, you know?